Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Nach längerer Zeit endlich mal wieder ein neues Gerät. Und es handelt sich heute, ihr wisst es schon, um das Gerät, auf das sich alle am meisten gefreut haben. Seit vielen Jahren, denn es ist tatsächlich schon seit 3 Jahren, glaube ich, angekündigt. Es handelt sich um die Behringer RD9, ein TR909-Klon, der, wie gesagt, sehr lange angekündigt war. Und wir hatten alle schon gezweifelt, glaube ich, ob sie jemals kommen wird. Denn die Veröffentlichung hat sich sehr, sehr lange rausgezögert. Ständig wurden neue Termine bekannt gegeben, wann man endlich damit rechnen konnte. Und jetzt ist es anscheinend, nicht nur anscheinend, soweit, sondern tatsächlich soweit. Denn heute hat der Postbote geklingelt und mir ein neues Paket von Thomann vorbeigebracht. Und wenn ihr das Unboxing-Video mit der RD6 gesehen habt, kennt ihr meine große Freude über diesen Karton, denn er war beim letzten Mal ziemlich schwer zu öffnen. Mittlerweile denke ich, ich habe etwas Erfahrung, diese zu öffnen. Also vielleicht machen wir hier auch mal ein Thomann-Karton-Öffnungstutorial. Hier ist nämlich eine Lasche und da ziehe ich jetzt mal rein. Ja, von wegen. Doch, Moment. Hier ist so ein Streifen an der Seite. Guck mal hier. Da ist so ein Streifen. Da muss man, glaube ich, dran ziehen. Alles falsch. Hier zieht man dran. Zack, einmal auf. Dann klappt man wahrscheinlich als nächstes diese Seiten weg. Es ist eine Katastrophe. Diese Kartons. Naja. Hauptsache ist ja, dass das, was im Karton drin ist, sich lohnt, dass man so viel Zeit in das Öffnen dieses Kartons investiert. Und ach, Freunde. Weg. Guckt euch das an. Da ist er. Da ist sie. Wer hätte das erwartet, dass die irgendwann hier ankommt, oder? Rhythm Designer RD9. So sieht sie aus. Und wie sieht sie in Wirklichkeit aus? Wollen wir reingucken? Ja, ne? Wollen wir reingucken. So, Karton auf. Mal sehen, was drin ist. Gucken wir mal hier. So. Ja. Netzteil wird es wahrscheinlich sein. Tatsächlich, es ist ein Netzteil. Auch mit Adapter, in unserem Fall für den deutschen Strommarkt. Steck mal hier rein. So, zack. Zu. So, dann die Plastikseitenteile, die Styropor-Dinger hier, Schaumstoff, was auch immer es sein mag. Und es ist wirklich, also ein Tesafilm wurde hier nicht gespart. Aber da ist sie. RD9. Es ist kein Gerücht, es gibt sie wirklich. Und der erste Eindruck fühlt sich gut an. Metall, ne, ist eindeutig Metall. Ich stelle sie hier mal hin. Ich habe als Vergleich natürlich auch die RD8 nochmal hier. Die RD8 scheint Kunststoff zu sein. Oder? Unten auch. Ne, das ist, glaube ich, auch Metall. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die RD9 ist noch eine Idee stabiler gebaut. Ich glaube wirklich, es ist, ja, das dürfte Metall, das dürfte Plastik sein. Aber wahrscheinlich, ihr wisst das alles besser und könnt mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Die Seitenteile sehen tatsächlich ganz ähnlich aus wie bei dem großen Vorbild. Alles ein bisschen flacher, auch natürlich die
Ja, die Gestaltung der Oberfläche, die Farben sind gleich, sind sehr bekannt. Gucken hier noch kurz eine Kurzanleitung. Die wird wahrscheinlich nicht sonderlich ausführlich sein. Aber wer beispielsweise schon Erfahrung mit der RD8 hat, der wird sich sicherlich hier auch schnell zurechtfinden. Denn, wenn wir mal sehen, die Oberflächen der beiden, also ich habe die hier mal, ich halte die mal so, also hier diese Menügeschichte, der Aufbau dieser unteren Reihe, der Sequenzerbereich und auch der linke Bereich, der Wave Designer, Filter und so weiter, Pattern, Dump, tralalala. Das ist bei beiden Geräten selbst gleich. Haben wir hier nochmal so in der, ja, sieht man relativ schlecht. Mir erscheint die RD9 etwas höher als die RD8. Ja, stimmt nicht. Scheinen beide gleich hoch zu sein. Aber wie gesagt, insgesamt habe ich das Gefühl, ein bisschen wertiger als die RD8 ist sie dann schon. So, gucken wir mal drauf. Wir haben hier die Step-Taster. Die hätte ich etwas anders erwartet tatsächlich. Die sehen zwar offensichtlich erstmal aus wie so alte Computertastaturen, wie diese Tasten. Die funktionieren aber ein bisschen anders, denn es sind nicht diese klassischen Klack-Klack-Klack-Buttons, sondern, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was da technisch drin steckt. Aber sie drücken sich erstmal anders als erwartet. Aber haben einen guten Druckpunkt tatsächlich. Alles in Ordnung soweit. Was haben wir hier? Die Potis. Ja, die sind, vielleicht sieht man es hier, warte mal, wo halte ich es denn mal rein? Sieht man hier, glaube ich, die sind etwas, die sind glatt drumherum, also nicht ganz so griffig wie bei der RD8, aber ja, glücklicherweise sehr viel größer zu greifen als bei anderen Clones oder insbesondere eben bei der, wie heißt die, TR09 von Roland, was auch tatsächlich ein sehr guter 909-Klon ist. Ich habe auch dazu ein schönes Video in petto, wenn ihr gucken mögt. Hier habe ich es, nee, hier? Ist es hier verlinkt? Hier, glaube ich, ne? Hier ist es verlinkt, genau. Guckt da mal rein. Ich habe ein einstündiges Live-Set nur mit der TR09 gemacht. Das checkt gerne mal, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall sind hier aber, wie gesagt, die Potis sehr viel besser zu greifen. Die drehen sich gut, fast ein bisschen schwer, obwohl es ist schon auch alles in Ordnung. Den hier, der ist geriffelt, ja. Fühlt sich gut an, fühlt sich durchgehend gut an, Buttons sind gut. Tja, und was bleibt uns da lange übrig, als dass wir direkt durchstarten, oder? Schließen wir mal den Strom an und hören wir uns mal an, wie das Ding so klingt. Denn darum geht es ja. Wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert, habt ihr bestimmt auch die anderen Videos, die es schon gibt, alle mal gesehen. Ich habe die auch gesehen. Ja, wir testen es jetzt einfach mal wirklich so ganz auf Herz und Nieren. Ich muss hier einmal rumlaufen, weil ich vergessen habe, meine Steckdose da irgendwo hinzustellen. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie das gute Ding so klingen wird. Machen wir es mal an. Boah. Sehr, sehr, sehr schöne Farben. Sehr schöne Farben. Nochmal. Wunderbar. Wunderbar. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So. Ja, dann setze ich mir mal meinen Knopf ins Ohr hier. Und dann wollen wir doch mal schauen, was das gute Gerät so kann.
Die RD9 bietet zwei Modi, was die Klangbearbeitung angeht. Einmal den normalen Modus, also den 909-Modus nenne ich ihn mal, und den Enhanced-Modus. Und in diesem Enhanced-Modus gibt es zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten der Sounds. Also beispielsweise die Bassdrum kann zusätzlich noch ein bisschen geformt werden, die Hi-Hats können gepitcht werden. Ich glaube, das war es soweit. Aber wir lassen es gerade mal beim Standard 909-Modus. Den wählt man so aus, indem man Settings drückt, habe ich gesehen, Preferences drückt und dann wird hier angezeigt Enhanced Mode. Und dann kann man ihn entweder on oder off stellen. Ich lasse ihn mal auf off, sodass wir quasi bei der pursten Art des Sounds einfach so sind. Ich lösche das Pattern, das mache ich am liebsten. So, Pattern, Erase, Pattern, das und dann Erase. Dann müsste das leer sein und dann... Wie geht's los? Wir programmieren einfach mal ein Pattern. 140 ist mir zu schnell. Ich will auf 130. Die Bedienung wird wahrscheinlich genauso sein wie an der RD8. Deswegen bin ich da jetzt schon ein bisschen firm. Also wir drücken einmal den Aufnahmeknopf und Start. Und wir sehen hier ein tatsächlich doch relativ schwach leuchtendes Lauflicht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Auf jeden Fall, das Lauflicht geht durch. Und wir haben die Möglichkeit, hier jetzt unsere Steps zu setzen. Aha, also auch hier, ich mache mal den Ton ein bisschen an, wo ist er? Den Master, genau. Und dann, so, die Bassdrum. Ich mache es mal auf volle Pulle hier. Es gibt zwei verschiedene Velocity-Stufen, das hört man hier. Wenn es blinkt, ist es nicht ganz so laut. Wenn es voll ausgefüllt ist, wenn es voll blinkt, ist es ganz voll. Also ich denke mal, das hier ist irgendwie ein Velocity-Wert von 127 und das dann eben drunter. Ich gehe auch mal davon aus, dass man durch diesen Accent-Regler hier den Unterschied zwischen den Steps angleichen kann. Wir hören es hier schon mal ganz gut. Ich mache den... doch. Meine Damen und Herren, das ist für mich eine 909. So muss eine 909 klingen. Also hier volle Pulle. So, yes. Ein bisschen drehen hier. Attack. Decay. Macht die Länge ein bisschen kürzer. Tune. Tuned die Bassdrum, klar. Yes. Yes, yes, yes. Gut. Gehen wir weiter zur Snare Drum. Snare Drum. Hier wahrscheinlich genau das gleiche. Aha. Snappy ganz aus. Ich mache hier einfach mal. Geil. Ja. Die hat aber richtig Punch, würde ich sagen, oder? Also, ich würde fast mal behaupten, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht, natürlich war Behringer sicherlich auf der Suche nach dem perfekten Sound, der perfekten Nachbildung, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man es auch noch so ein bisschen heutiger klingen lassen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Original 909 Snare, macht genau so einen Zack. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Yes. Ja, gut, Snare Drum. Low Tom. Ja. Auch mal volle Länge. Eher geil. Genau so. Genau so klingt es eben, ne? Es ist eine Low-Tom, da können wir drüber diskutieren, müssen aber nicht, denn es ist eine Low-Tom. Wir machen das dazu jetzt auch nochmal eine andere. Ich glaube, man kann auch hier über den Trigger, ne? Wenn ich den Trigger-Button drücke, wird automatisch der Step gesetzt. Ja, tatsächlich. Gemutet, ja. Ah. Ja. Ja, die Toms tadellos. Dann haben wir die Clap, ganz wichtig. Clap in der 909 ist was ganz Wichtiges. Ja. 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 Jawohl. Clap. Cool. Yes. Ja, ja, genau so geht's, ne? Das klingt für mich so, wie es klingen soll. Rimshot. Rimshot, Baby. Ich spiele das mal wieder so ein. Rimshot ist da, klingt wie eine Rimshot. Bei der Original 909 gab es, soweit ich das in Erinnerung habe, zwei verschiedene Rimshot-Varianten. Es gab mehrere verschiedene Revisionen der 909 mit einem anderen System quasi. Ich glaube, zwei, drei verschiedene Versionen. Und es gibt zwei verschiedene Rimshots. Die eine klingt ein bisschen holziger, die andere so ein bisschen zackiger. Ich kann nicht genau sagen, welche das jetzt ist, aber eine von beiden wird es sein. Also es klingt, ich werde nicht müde, das zu sagen, einfach nach 909. So, jetzt wird es aber spannend, denn der ganze Bereich bisher ist analog erzeugt. Also das bedeutet, der Sound wird in den Schaltkreisen der RD9 erzeugt. Also da haben wir es nicht mit Samples zu tun, rein analoge Klangerzeugung. So, ganz anders allerdings bei den Becken, im Beckenbereich. Also wir haben hier Hi-Hats, offene, geschlossene, Crash-Becken und Ride-Becken. Und da handelt es sich um Samples. Und es wurde so ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht der Grund gewesen war, warum die RD9 so lange auf sich hat warten lassen, dass möglicherweise die Frage der Rechte nicht so ganz geklärt ist. Ich frage mich, hat Behringer die Original-Samples benutzt, hat Behringer, wer auch immer das da macht, das Original-Becken aus diesem Roland-Clip, den ihr vielleicht auch gesehen habt, falls nicht, ich verlinke den, ihr wisst schon wo, da sieht man kurz das Original-Becken, das letztendlich für die TR-909 gesampelt wurde. Und mal sehen, ob es hier auch enthalten ist. Also, wir fangen am besten an mit der Closed Hi-Hat. So. Alles ist zu. So. Genau, der Tune-Regler macht gerade nichts. Ja, ja. Jawohl. Hier ist so dieses von Daft Punk, ne? Daft Punk. Dieses, warte, komm, wir programmieren es mal eben. Moment. Dab, 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 dab. Genau. Ich muss sagen, hier die Buttons, die sind mir ein bisschen zu steif.
ehrlich gesagt. Also ich finde, auf den ersten Blick sehen die gut aus, aber naja, das nur am Rande. Hi-Hat, ja, Hi-Hat, eindeutig, eindeutig. Eine Open-Hi-Hat dazu. Die wirkt natürlich am besten, wenn die Closed weg ist. Genau. So, ganz zu. Ganz auf. Yes. Ja, 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 genau, genau. Also, Open Hi-Hat. Klar, jetzt Crashbecken. Open Hi-Hat mache ich aus. Crashbecken. Ausgewählt, zack, Level voll und ja, Crash. Klar. Hier kann man es tunen. Das kommt mir vielleicht. Also nach unten finde ich es ziemlich geil. Nach oben habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu hoch stimmbar. Kann das sein? Kann mich aber auch täuschen. Crashbecken ist auch da. So, und jetzt der für mich wichtigste Sound in der RD9, in der TR909 ist natürlich das Ridebecken. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach's mal. Wir hören noch nicht, weil ich es hier noch aus habe. Und jetzt wird es spannend. Hey. Ja, genau. Ich glaube auch hier, ich glaube auch das ist ein bisschen zu hoch. Kann das sein? Aber ja, so what? Solange es tief runter geht. Ich mag es ja immer gern tief. Das finde ich super. Richtig gut. Richtig gut. So. Ja, alles mal zusammen. Ja, groove doch ganz ordentlich, oder? Und jetzt können wir hier anfangen. Und was haben wir hier? Den Wave Designer, klar. Noch ein bisschen mehr Knack geben. Knack sage ich ziemlich oft, ne? Also so ein bisschen mehr, ein bisschen verdichten. Ich habe das Gefühl, die Bassdrum kommt hier ist ein bisschen zu leise in dieser ganzen Geschichte. Aber dann machen wir eben den Rest ein bisschen runter. Filter.
mit Resonanz. Sehr viel Resonanz. Oh! Braucht man so viel? Hochpassfilter? Ich bin ja mal Fan vom Hochpassfilter für so Breaks und so weiter. Also mal angenommen, man macht hier gerade einen Break. Mit dieser Note-Repeat-Funktion. Gucken. Ja, genau so. So, ja, und genau, wir haben auch hier wieder diesen Note-Repeat-Kram hier drin. Step-Repeat funktioniert so, dass ja, Teile des Patterns einfach wieder wiederholt werden. Für Breaks. Ja, gut. Muss man noch ein bisschen üben, ne? Ja. Schön. Und das Tollste seit der neuesten Firmware hier mit der RD8, da ging es, und ich gehe davon aus, dass es hier jetzt auch geht, dass all die Dinge auch ins Pattern aufgenommen werden können. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe hier ein Note Repeat. Der geht, habe ich jetzt auf die, sagen wir mal, auf Rimshot gelegt. Und ich nehme es mal auf. Ja. Geil. Fast eine Synthi-Line, oder? Fast ein bisschen Heckmann-mäßig. Pass auf, wir machen jetzt hier mal 100, 150. Ach klar, das verändert sich, weil es durch die... ihr wisst schon Bescheid. Okay, so, Bassdrum. Ja, die Bassdrum ist tatsächlich ein bisschen zu leise, ich finde. Aber man kann sich ja so behelfen, indem man den ganzen Rest hier leiser macht. Die Buttons sind nicht so geil, das muss man sagen. Egal. Yeah. So, jetzt kommt der Note Repeat mit der Closed Hi-Hat und dann mache ich eine Closed Hi-Hat-Figur. Naja. Oh Gott, oh Gott. So, ich probiere jetzt nochmal diese... Schon ganz geil für eine 909, oder? Also sowas hat man da auch noch nicht draus gehört. Was wollte ich denn machen? Ach so, Enhanced Modus, genau. Oder Enhanced, sagt man so. Ich lösche das Pattern nochmal. Pattern 1 nochmal löschen. So, jetzt wieder leer. Und ich mache jetzt den Enhanced Modus mal an. Und dann gucken wir mal, was wir hier mit den einzelnen Sounds so anstellen können. Also die Bass. Ah ja, guck mal, der Sound wird gespielt, wenn ich ihn hier auswählen, aber wahrscheinlich nur, wenn der Sequenzer gestoppt ist. Hoffentlich, oder? Mal gucken. Ja, tatsächlich. Gut. Ja, cool. Also, Bassdrum. Step Recording, da geht das Lauflicht. Okay. Wow.
Uiuiuiui. Wow. Na, hier kann es aber schon ordentlich holzen, hör mal. Wow. Na, das geht aber ordentlich ab hier. Krass. Also sehr aggressive Bassdrums sind hier möglich. Bis hin so zu so Tom-ähnlichen Dingern. Und gleichzeitig wahrscheinlich aber auch sehr sanfte. Ja, guck mal, hier passiert fast gar nichts. Bisschen lang. Ja, geil. Da zerfällt die fast, die Bassdrum. Und was ich persönlich mag, man hört da auch so ein gewisses... Also eine Art Rauschen im Hintergrund, irgendwie was. Also sehr organisch auf jeden Fall und irgendwie schön Techno. Schön Techno, genau. So, jetzt kommt die Hi-Hat. Ich programmiere die mal ganz normal. Close-Tune, so. Die Taster. Die sind's nicht. Okay, also Hi-Hats. Und jetzt tunen wir das mal. Ja, kann man durchaus benutzen. Mal gucken, was hier passiert, wenn ich... Krass. DJ Hooligan wieder da. Rave Nation. Krass. Ja. Macht Spaß. Ja. Richtig gelungen. Klingt gut. Diese zusätzlichen Möglichkeiten finde ich jetzt... Also gerade wenn es hier so ein bisschen um so tonale Geschichten geht, wie hier Closed Hi-Hat, ne? Das ist doch echt schräg, oder? Geil. Ich meine, das ist schon irgendwie gut.
Das sind Modulationsmöglichkeiten, die gab es vorher nicht. Ne? Und jetzt gibt es sie. Und das ist schon... Das ist schon sehr cool. Sehr cool. Wave Designer macht ordentlich Dampf. Yes. Cool. Das, habt ihr das gehört? Guck mal, was da geht. Wow. Achso. Schön, dass da so hinten rauszieht. Richtig gut, richtig gut. Wie gesagt, scheiße sind diese Dinger hier. Die gefallen mir nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Ich meine scheiße, ja. Also Step-Buttons, ne? Andere Step-Buttons wären hier besser gewesen. Aber die sehen eben auch schöner aus nach 909. So, wir gucken nochmal auf die Rückseite, oder? Gucken wir mal hier. So. Eigentlich sieht die ganz genauso aus wie die RD8. Ich pack das mal daneben. Sieht man das? Ja. Sieht man. Wir fangen hier an. Sync, analoge Clock. Die heißt bei der, hier heißt die Clock, hier heißt die Sync. Trigger, Outputs, 3 Stück an der Zahl. Hier haben wir alle Stimmen als Einzelausgänge. In großer Klinke natürlich. MIDI, In, Out, Through, USB für Updates, nicht für USB Audio. Also wenn ihr das in euren Computer aufnehmen wollt, braucht ihr immer eine extra Soundkarte. Und vor allem auch Hinweis, der Main-Output der RD9 ist Mono. Das bedeutet, wenn ihr eure Drum-Sounds im Stereo-Panorama verteilen wollt, müsst ihr hier aus den Einzelausgängen raus und dann in eurem Mischpult oder in der DAW das Ganze entsprechend abmischen. So, dann haben wir hier einen Return. Wie war das denn? Was konnte man mit dem Return machen? Konnte man da irgendwie ein anderes Signal einfach nur mit reinschleifen oder so? Oder Ausgang hier raus, Effektgerät, aus dem Effektgerät wieder hier rein, glaube ich. Ja, glaube ich. Falls nicht, kommentiert's und so. Kopfhörer, wie gesagt, Mono auch nur. Glücklicherweise dann auf beiden Ohren und Strom und Power on und off. Und das war's. Mehr hat das Ding nicht zu bieten, aber liebe Freunde, es ist schon eine ganze Menge für 350 Euro zurzeit. Und ich gehe mal davon aus, dass der Preis in absehbarer Zeit auch noch sinken wird. Also die RD8 ist aktuell irgendwie was bei 280, 290 Euro. 2 Jahre warten, dann seid ihr auch bei dem Preis. Aber ich empfehle sehr, jetzt 350 Euro auszugeben, weil das Ding ist schon ein ziemlicher Knaller. Also ich würde sagen, das Warten hat sich gelohnt. Es gibt mit Sicherheit Puristen, die sagen, dass der Sound vielleicht bla bla bla. Sollt ihr gerne selber rausfinden. Ich war mir zwischenzeitlich nicht ganz so sicher mit dem Cymbal-Bereich. Hatte zuerst auch ein bisschen das Gefühl, dass das Crashbecken ein bisschen kürzer war. Aber das sind so Kleinigkeiten. Auf jeden Fall ist es durch diese ganzen FX-Geschichten, durch diese Note-Repeat, Step-Repeat-Kiste. Dann gibt es hier noch so Fill-In und diverse andere Geschichten. Probability, also irgendeine Wahrscheinlichkeit, wie oft was abgespielt wird. Random, tralalalalalalala. Echt gute Performance-Maschine, denke ich. Und aus diesem Grund werde ich bestimmt auch in Kürze mal ein kleinen bis großen neuen Jam damit aufnehmen. Vielleicht wird es auch wieder ein Stündchen oder so. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine neue Acid Challenge. Mal sehen. Ich werde dieses Ding auf jeden Fall behalten, ganz klar. Und mit Sicherheit ganz viel nutzen. Wie seht ihr das? Gutes Ding? Schlechtes Ding? Haben? Nicht haben? Behringer doof? Behringer gut? Was kann man als Alternative, fällt mir jetzt gerade noch ein, DynSync, haben wir auch schon öfter mal behandelt. Die haben gerade eine Replik, also wirklich ein 1:1 Nachbau der 909 am Start, die man sich selber zusammenbauen muss und die auch auf dem Punkt ist.
Wenn ihr es also noch ein bisschen authentischer haben wollt, guckt euch das mal an. Ich verlinke es dann auch hier irgendwo. Ja, ansonsten RD9, gutes Ding. Ja, checkt das Ding aus, bestellt es euch und denkt an mich. Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, weitersagen und beim nächsten Mal wieder zugucken. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschö. Go!